Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir werden heute eine Geburtstagskarte machen und das nicht eine ganz schlicht normale, sondern schon etwas spezieller. Sie wird für meine Freundin sein, für die Jackie, und sie steht auf Flamingos. Dementsprechend, was liegt näher als mit Flamingos zu arbeiten, ne? Also wie gesagt, keine normale Karte, sondern schon was Besonderes. Ihr könnt sie halt hier aufklappen. Sie ist mit einem Magnet zugehalten. Und wenn ihr sie aufklappt, kommen kleine Flamingos als Kerzen zum Vorschein. Finde ich sau cool, habe ich gesehen. Ich kann euch auch noch raten, bevor ihr die nachbastelt, guckt euch bitte das ganze Video an. Ich habe sie von jemand anders gesehen und nachgebastelt. Aber irgendwie passten die Maße nicht und ich habe dann in einer Ladepause die Karte noch einmal gemacht. Das ist dann dieses Modell hier. Was ich dann anders gemacht habe, verrate ich euch dann Richtung Schluss von dem Video. Also so sieht sie jetzt von innen aus. Da sind die Flamingo-Kerzen. Da dann halt mein Geburtstagsgruß. Hier habe ich Flamingos gestempelt mit Aquarellstiften ausgemalt und dann halt durch den Plotter gejagt zum Ausschneiden, weil ich bin so eine Niete beim Ausschneiden, das geht gar nicht. Das Happy Birthday habe ich in zweifarbig gestempelt, und zwar ein Rose, ein Pink und ein Blau. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Farben das waren, es tut mir leid. Ich glaube einmal Wassermelone und ich glaube hellblau. Ja, das könnte sein, Wassermelone und hellblau. Ist das Happy Birthday dann halt wirklich so versetzt gestempelt, damit das aussieht, als hätte es halt einen Schatten, ne? Ja, ich würde einfach sagen, wir schnacken nicht lange, fangen an direkt. Und ja, an der Stelle würde ich einfach sagen, viel Spaß. Ja, was ihr für die Karte braucht, ihr braucht ein bisschen Papier. Das ist auch nicht allzu viel. Und zwar brauchen wir Cardstock. Einmal brauchen wir Cardstock in 10,2 x 20,3 cm. Wir brauchen Cardstock in 9,8 x 5,7 cm. Dann brauchen wir Cardstock in 9,2 x 6,7 cm. Dann geht es los mit dem Designpapier. Ich habe hier so ein schönes mir jetzt mit Flamingos ausgesucht, weil die Karte kriegt meine Freundin zum Geburtstag. Und ja, sie steht auf Flamingos. Also hier vier Stück. 9,5 x 7 cm, 1 in 9,5 x 2,5 cm und eines in 9,5 x 1 cm. So, was ihr dann noch braucht, sind Kerzen. Ich habe hier die geilen aus dem Action, drei Stück. Ihr könnt auch die ganz normalen Geburtstagskerzen nehmen, die es in den farbig gibt. Aber wie gesagt, ich nehme Flamingo-Papier und da müssen definitiv, weil sie auf Flamingo steht, auch Flamingo-Kerzen rein, ne? So, und dann braucht ihr natürlich, um Löcher zu machen, entweder eine Lochzange, weil ihr braucht ja bei diesen schmalen hier, das ist ja ganz, ganz wenig Durchmesser, braucht ihr ja gar nicht so ein großes Loch. Muss mal gerade gucken. Ja, hier wäre es jetzt zum Beispiel das kleinste. Das wird schon vollkommen ausreichen. Weil ihr müsst ja auch die Löcher machen, ne? Also ich nehme diese handelsübliche Gürtellochzange. Ja, wir fangen einfach mal an. Und zwar mit den 10,2 x 20,3 cm Papier. Das müssen wir jetzt passend falzen. Und zwar auf der
langen Seite, also hier auf diesem langen End, das müsst ihr anlegen. Und das müssen wir falzen bei 7,6 cm, bei 8,9 cm dann bei 16,5 cm und bei 16,8 cm. So, das ist dann gefalzt. Dann falzen wir auch gleich das 9,8 x 5,7 cm Papier. Und zwar auf der kurzen Seite diesmal, also das kurze End gerade anlegen. Und zwar falzen wir bei 1,3 cm. Wir falzen bei 2,5 cm. Dann bei 3,8 cm. Und bei 5,1 cm. Dann ist das auch schon gefalzt. So, dann könnt ihr euer Schneidebrett wegtun. Dann geht es darum, dass ihr das alles... Ne, wir runden erst die Ecken ab. Ich habe meinen Eckenabrunder vergessen. Aber da ist ja schnell dran zu kommen. Ich habe hier einen von Yelzi Corner Rounder. Und zwar ist es dieses kleine Stück, ist der Deckel, der nach vorne übergeklappt wird. Da werde ich die Ecken runden. Und hier unten auch. Also alle vier Ecken werden hier abgerundet. So, dann geht es darum, wir müssen das falzen. Immer schön mit dem Falzbein nachziehen. Versucht es schön gerade zu falzen. Orientiert euch wirklich an dem Rand von dem anderen Stück. So, hier oben wird es etwas kniffliger, weil die Falzlinien echt nah beieinander liegen. Da braucht ihr etwas Fingerspitzengefühl. Das ist jetzt natürlich nicht gerade schön gefalzt, ihr seht das, aber es ist halt wirklich sehr, sehr eng da oben und das reicht vollkommen aus, ne? So, schon geht es ran mit Designpapier kleben und zwar kommt hier oben Designpapier drauf, da Designpapier, hier und hier. Da fangen wir mal erst einmal mit an. Denkt dran, wenn ihr abgerundete Ecken habt, dass ihr da das Designpapier dann auch passend abrundet. Ne? Das heißt hier bei diesem Stück dann zum Beispiel unten die beiden Ecken. Und dann können wir das schon aufkleben.
Bei dieser Karte habt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr weißen Rand zu sehen, ne? Wer das nicht möchte, der muss sich das ein bisschen, die Mattung etwas, also das Designpapier etwas größer zurechtschneiden. Aber ich finde das schon so in Ordnung. Dadurch, dass ich weißes Papier habe als Hintergrund, ist das gar nicht so dramatisch. So, dann kommt hier oben, da brauchen wir keine Ecke abrunden. So, dann haben wir hier die Rückseite. Da kommt eine hier oben hin. Weil das sollte man ja schön verzieren können. Man guckt sie sich ja auch von außen an. Wenn ihr Musterpapier habt, achtet darauf, dass das Muster dann auch richtig rumsteht. So, und hier unten. Hier unten müsst ihr jetzt zum Beispiel aufpassen, weil das wird ja nachher so hochgeklappt. Das heißt, ihr müsst hier unten das dann so rumkleben und das andere so rum, ne? Da müsst ihr ganz stark drauf achten, wenn ihr Papier habt mit Muster. Weil das ist das Stück, was hochgeklappt wird. Und das sieht man dann, wenn es verkehrt rum ist. Das sieht dann mega doof aus. Also immer schön aufpassen. So, und jetzt geht es hier oben an diesen Pinöppel. Der wird so runtergeklappt. Das heißt, da kommt das 9,5 mal 2,5 cm Papier drauf. Das muss dann so rum, wenn ihr Muster habt. Also hier unterhalb von den Flamingos muss dann abgerundet werden. So ist das dann nachher, dass das steht. Ich habe hier natürlich, sehe ich gerade wirklich einen echt großen Rand. Das ist aber nicht dramatisch. Das wird nachher noch ein bisschen verziert. Und dann ist das schon so in Ordnung. Das werde ich dann nachher mit einem kleinen Klettverschluss zumachen. Den bringen wir aber nachher dann an. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Magneten machen. Ich kam gerade nicht drauf, entschuldigt bitte. So, jetzt geht es dran, dass wir hier das Mittelstück falzen müssen. Es wird heute mal ein ganz schnelles Video, weil meine Kamera fast leer ist. Also es kann sein, dass gleich eine Unterbrechung kommt. Dann lade ich sie einmal auf und dann geht es dann etwas später weiter. Ich meine, bei euch ist es ja ganz egal. Ihr seht es ja eh alles an einem Stück. So, ihr habt hier diese ganz, ganz dünne Kante. Das ist eure Klebekante. Da müsst ihr die Ecken ein bisschen abschrägen. So. Jetzt müsst ihr aufpassen. Wir haben ja, das muss ja so zusammengesetzt werden. Und hier ist die Kante, wo es zusammengesetzt wird. Es ist so, dass ihr diese Kante, also die Kante hier, so reinsetzt in die Karte, dass sie nach hinten weg zeigt. Also nicht zu dem hin, der es aufmacht, sondern nach hinten weg. Und dementsprechend muss hier oben das schmale Designpapier drauf. Das heißt, es muss
Die Vorderseite zeigt jetzt zu euch, muss dann so rum drauf. Das machen wir gerade. Schön feststreiche und dann müsst ihr euch markieren, wo ihr die Punkte hinsetzen müsst, wo die Kerzen durchgehen. Und zwar schön anlegen und die Kerzen müssen durch bei 2,5. Ach, wir müssen natürlich auch gut sehen, dass wir da die Mitte von dem Papier erwischen, überhaupt die Mitte. Ich markiere mir das jetzt mal gerade einmal. Wollen Sie auch gerade drin haben. Also bei 2,5, bei 5 cm und bei 7,5 cm. Da müssen wir dann ein Loch reinmachen und das machen wir dann gleich sofort. Mein Akku ist nämlich leer. So, da sind wir wieder. Also, wir hatten hier jetzt die Punkte angezeichnet, wo wir die Löcher setzen müssen. Und das machen wir. Ich erzähle euch gleich noch was dazu zu der Karte. Ich habe sie eben gerade noch ein anderes Mal gebastelt und ich zeige sie euch gleich zum Schluss noch mal. Mich hat es jetzt doch im Endeffekt gestört, dass ich bei dieser Karte hier so viel Platz habe, so viel weiße Fläche. Ja, die Maße im Allgemeinen haben hinten und vorne nicht gepasst. Ich habe sie selber gesehen, auch in einem YouTube-Video. Und habe sie natürlich nicht vorgebastelt, sonst hätte ich es ja gemerkt. Sondern habe gedacht, ach, ich bastel jetzt mal einfach so drauf los. Ja, das wird mir nicht nochmal passieren. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Es gibt ja immer alle Mittel und Wege, dass man es dann halt nochmal bastelt, ne? In der Zeit habe ich auch schon ein bisschen Deko hier ausgestanzt und bemalt. Meine schönen Flamingos. Ich habe hier noch zweimal die Flamingos aus dem Papier, übrigen Papier ausgestanzt. So. Wenn ihr dieses Teil habt, müsst ihr das so zusammenkleben, dass es komplett passt, ne? Dass das so ein viereckiges Gebilde wird. So. Ich weiß, das war jetzt nicht schön, das zeigen, aber ja. Ich zeige euch gleich auf jeden Fall die Karte nochmal. Die andere Karte, die ich eben gerade gebastelt habe, in der Zeit, wo meine Kamera geladen hat. Und dann erkläre ich euch, was ich da anders gemacht habe. Ja, damit ihr dann halt auch ein schönes Ergebnis habt. Und ja, das machen wir einfach so. So. So, dann habt ihr das hier so zusammengeklebt und dann muss das hier in dieser Lücke auf der Karte platziert werden. Das machen wir auch noch. Achtet darauf, dass ihr diese Kante, wo ihr das zugeklebt habt,
nach hinten hin habt, dass der Beschenkte das halt nicht sieht. Macht einfach ein bisschen mehr her. Und dann richtig schön in der Mitte platzieren. Ein bisschen festhalten. Und dann könnt ihr das in der Mitte so zusammenklappen, dass ihr das richtig schön feststreichen könnt. Und wie es gleich weitergeht, das zeige ich euch gleich. So, also ihr habt das Ding jetzt hier raufgeklebt. Und jetzt geht es darum, dass wir den Verschluss machen müssen. Ihr könnt da gerne auch mit einem Magneten arbeiten. Ich werde jetzt einfach mal ganz schlicht und einfach Klett nehmen. Ja, irgendwie ist das mit dem Magneten, ich habe es wirklich zum Anfang vergessen. Und jetzt ist es dann auch dafür zu spät, weil ich habe ja das Designpapier schon drauf. Also verschließen wir dies einmal mit einem Klettverschluss. Ich habe jetzt hier zwei Flamingos ausgestanzt. Die werden wir irgendwie als Deko da mit drauf machen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ja, ich glaube, so passt das ganz gut. Also wie gesagt, guckt euch das Video bitte bis zum Ende an. Ich werde euch gleich das andere noch zeigen, was ich gemacht habe, eben gerade in der Pause, wo die Kamera geladen hat. Und dann schaut mal, ich werde euch auch verraten, was ich anders gemacht habe, dass euch das nicht passiert. Und das könnt ihr halt wirklich auch so machen, wie ihr möchtet. Ne? Ich habe gesehen, es gibt im Action auch andere andere von diesen kleinen Geburtstagskerzen. Dann nehmt ihr halt was anderes, ob ihr jetzt zum Beispiel mit Kakteen nehmt. Ne? Geht ja auch. Dann passt das Papier am besten einfach ein bisschen an. Ne? So, ich habe jetzt da ganz klein bisschen Deko. Die hier werde ich eh nicht nutzen. Weil mir da ein paar Sachen nicht wirklich dran gefallen. Und es ist jetzt nur einfach zum Zeigen. Hier war eigentlich noch gedacht, das hier, diese Mattung, wo ihr dann wirklich auch die Geburtstagsgrüße drauf schreiben könnt, mache ich jetzt hier nicht, weil das wäre jetzt wirklich definitiv Papierverschwendung. Deswegen werde ich mir das Stück Papier lieber für was anderes aufheben. So. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das jetzt im Endeffekt gemacht habe. Ich fahre mal einfach näher ran. Ach, ich muss gerade noch meine Kerzen reinstecken, dass ich euch das auch zeigen kann. Die eine Kerze ist noch zu lang. Ich musste sie ein bisschen kürzen vom Stiel. So. So, das ist sie jetzt. Die ist jetzt befüllt mit den Kerzen. So sieht sie von der Seite aus. So die andere Seite. Ich habe hier halt so ein Stickerchen aus dem Action genommen. Darunter habe ich den Magneten und das Gegenstück sitzt hier unter dem Designpapier. Das sind ganz kleine Magneten, die halten aber richtig gut. Nehmt nicht zu starke, weil dann reißt euch alles auseinander. So, und wenn ihr das dann aufklappt und hinstellt, ich versuche es mal zu simulieren, dass es steht, dass ihr es seht, sitzen dann hier die Flamingos auf einer Reihe. Ich habe dann hier noch mit Flamingo-Stempeln gearbeitet. Hier habe ich noch einen Schriftzug doppelt gestempelt. Einmal mit einem passenden Blauton und dann einmal mit Pink. Dann halt meine Geburtstagsgrüße. Ein bisschen hier mit Halbperlen gearbeitet an den Ecken. So, und zwar, was für euch ja ganz interessant ist, ich habe die Grundkarte nicht in 10,2 genommen.
Ich habe die Grundkarte in der Breite von 10 cm genommen. Die Falzlinien sind auch anders geworden. Und zwar war ja bei dem anderen hier oben in diesem Bereich die Falzlinie war ja nur 0,3 cm. Ich habe sie auf 0,5 gemacht. Das heißt, hier oben das Stück ist etwas kleiner. Dieses Teil, wo die Stempel drin sitzen, wäre generell gewesen 9,8 cm. Das habe ich auch auf 10 cm Länge. Und die Falzlinien hat nämlich bei dem anderen auch nicht gepasst. Die Falzlinien alle 1,2 cm. Dann habt ihr auch noch Platz, also ein kleines Stückchen dann zum Schluss für Klebelasche. Dementsprechend, ich habe auch die Mattung und das alles, also das Designpapier und die Mattung angepasst. Genauso wie hier oben. Also da ist nicht mehr so viel Platz, wie es bei dem anderen ist. Das habe ich nach den Maßen gebastelt von einer anderen YouTuberin. Und zwar ist es die Papiertante. Und das habe ich mir jetzt umgerechnet. Ja, man sieht es schon, ne? Das hat für mich jetzt einfach, war jetzt einfach stimmiger. Das andere ist auch nicht verkehrt, vielleicht mit anderem Papier, wo es dann halt einfach besser aussieht. Aber jetzt mit meinem Papier sah das nicht so toll aus. Ja, also, ihr müsst halt gucken, dass ihr das Papier ein bisschen anpasst. Wenn ihr euch unsicher seid mit den Maßen, nehmt einfach einmal ein Lineal und messt mal aus und lasst ungefähr 0,2 mm rundherum Platz. Also insgesamt, ne? Hier komplett umrum 1 mm. Dann habt ihr einen ganz, ganz kleinen Rand. Dann sieht das auch echt gut aus. Ja, so ist dann halt meine fertige Karte. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde euch berichten, wenn der Geburtstag vorbei ist, wie die Karte angekommen ist. Meine Stimme versagt gerade, tut mir leid. Aber irgendwie ist meine Stimme gerade weggegangen. Also ich werde euch Bescheid sagen, wie die Karte angekommen ist. Und in dem Sinne, bleibt schön kreativ. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bye bye.